Nach dem Essen die dicke Plauze kraulen. Das ist schön. Folgendermaßen, ich habe ja. Habe ich meinen Stream-Upload-Plan schon wieder schon geteilt? Nee, ne? Aber an sich ist Bayonetta 1 und 2 oben. Kommen jetzt alle hoch. Oder sind am Hochladen. Bayonetta. Ja, wollen wir mal fortsetzen, ne? Start, Kapitel 8. Wollen wir mal gucken hier. Die Madame Miss Butterfly. Ne, Madame Butterfly. Wie war ich hier beim Ägypten-Universum? Das kann sie. Ich muss wahrscheinlich den ganzen Kram nochmal neu machen, weil beim letzten Mal habe ich einfach das Spiel beendet. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt zwei Spiele, die ich mir gekauft habe. Eins, was mir die ganze Zeit geraten wird, und ich fühle es beides nicht. Ich weiß nicht. Ein Kumpel auf der Arbeit hat mir erzählt. Oh nein, ich dachte, das hätte ich hinter mir. Hat gemeint, wenn ich Zelda Tears of the Kingdom spielen will, dann soll ich Breath of the Wild sein lassen. Weil die Map recycelt haben sollen. Das würde den Erkundungsspaß von 2 kaputt machen. Ach stimmt, das war ja dieser fancy Kampf, ne? Wo ich ja nur meine Mobs loslassen kann. Noch! Cutscenes mit Bayonetta sehen wir alle gern. Geier. Das wird doch alles. Au! Und raus bis auch Höllendämonen können durch genügend. Ja, schon klar. Unleash.
Da machen wir die Sommer putt hier. Geht ja nicht. So, wie es mit Justin geht, weiß ich. Ich hoffe, die geht soweit ganz gut. Princess, you must not follow. Is that John? And Princess, you must be joking. Ach, Bayonetta ist doch schön. Warte mal, von da kam ich, ne? Da ist so ein Höllentor. Sonst auch aus der Forest ist ja mega viel dazugekommen, sehe ich gerade. Oh, komm schon. Sons of the Forest ist mega viel dazugekommen. Du willst doch unbedingt heute erst wieder das Spiel spielen, oder? Nee, muss nicht. Ich hätte aber Bock. War die Büchse der Pandora geöffnet? Oh nein, nicht wieder so ein... So ein Ding. Ja, müssen wir mal gucken. Schmetterlingsfrau rettet mir immer so beim Springen den Hintern. Och, komm schon. Ah, leck mich doch, mir ist auch zu doof. Ups. So, wollen wir der mal folgen? Kann ich das zerstören? Ich meine, es ist Bayonetta, klar können wir es zerstören. Wollen wir mal gucken, ob wir es heute durchkriegen? Eigentlich wollte ich heute nicht so lang machen. Aber... Ja, müssen wir mal schauen. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal auch nur so lange gebraucht, weil ich unbedingt alles mitnehmen wollte. Wobei mir das eigentlich aktuell relativ egal ist. 71.000 könnten wir eigentlich mal probieren. Finde ich. Let's get down to business. Let's get down to business and everybody say, what is this? Zubehör. Nee, brauche ich nicht. Glaube ich. Nein, ich kann keine Mondperle mehr kaufen. Was wollte ich sagen? Habe ich eigentlich vergessen. Achso, nee.
Ja, jetzt ist mir wieder eingefallen. Ich wollte eigentlich ein bisschen früher heute anfangen. Aber... immer wieder dieses Controller wechseln. Ich hatte einfach noch mal Bock. Dingsbums. Ich wollte einfach noch mal ein paar Videos gucken, ein bisschen für mich sein. Könnten auch Viola, warte mal, 3 zu 1? 3 zu 2. Bei Netter brauchen in meinen Augen eher die, eher Zauberei. Miss Butterfly haben wir durch. Können wir nochmal den Drachen ein bisschen... Obwohl ich eigentlich aktuell ganz zufrieden bin mit dem, wie es läuft. Die Waffe benutze ich doch gar nicht. Hier könnten wir mal was machen. Das sind so die zwei Waffen, die ich aktuell ziemlich häufig sogar benutze. Das passt. Ja. Ja, ne? Aber... was war das? Habe ich ja was hera... Obwohl die Kulti auch ganz cool ist. What? Alles voller Sand, die ganzen Haare. Cool, wenn ich das abgrasen könnte und das dann halt Skill-Punkte wären. Das hätte was. Aber... leider nicht. Muss ich gegen den... Au, pass mal auf, mit deiner Zunge mich zu befreien. Au. Pixi Kleine. Hm.
your team. My turn. Do it. Wir haben nur den Kampf gewonnen. Warum macht ihr uns jetzt platt? Oho. Ein Training hat mich herausgefordert. Ich werde mich ihm stellen und danach zurückkehren. Hab Vertrauen. Wir sehen uns bald wieder, Prinzessin. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Stimmt, da war ja wieder dieser komische Bosskampf mit dem Vieh, ne? Der war schon cool. Aber ein bisschen übel. Exzellenz der Untiefen. Baal. Okay. Eine mächtige Hexe, majestätisch schön und voller Temperament. Vielleicht wirst du zu meiner Hoffnungsträgerin. Hiraya für Arme. Oder das, was Hiraya gerne wäre. Alles klar. Drücke R, um bald eine Strophe eines Liedes singen zu lassen. Wurden alle vier Strophen gesungen, regnet es Gift. Ach so. Okay. Igitt. Freue mich aber so ein bisschen auf den Bosskampf mit dem Vieh. Warte mal, muss ich? Nein, hier muss ich nicht lang, deswegen ist hier das Buch. Ah! Hello, hello, sweet ass Alabama. Nein, wenn wir in Alabama wären, wäre das wahrscheinlich die Schwester der Mutter und Freundin des Sohnes. Keine Ahnung. Nein. Nein. Okay. War ein Spaß. Erstmal Drun verprügeln.
Ganz genau, alles die Schuld der Truhe. Warum habe ich so viel aufs Maul gekriegt? Der Lolli, der kleine Lolli halt fast gar nichts mehr. Oh nein. Das sieht doch mal wieder richtig böse aus. Ich muss das Vieh doch hier bestimmt beschwören. Doch so ein endlos Dingsbums geben. Lass mich raten, das ist bestimmt hier bei den. Ja. Okay, das sieht schon. Ekelhaft, aber cool. Ist das Blut? Haha, da regnet die Periode vom Himmel. Nein, okay, das ist widerlich. Ich würde ja sagen, es wäre lustig, aber ist es nicht. Gut, wollen wir mal weiter. Ich bin mal gespannt. Also, lasst euch von der Krötendame nicht täuschen. Weil, wird später nochmal richtig cool. Meine ich. So, wir könnten jetzt theoretisch nochmal alles abgrasen. Hat die Krötenlady auch eine Form? Mit dem Schmetterlings ausweichen hat was. Natürlich. Das ist eklig. Radiatus. Leichte Fernunterstützungsangriff. Okay. Wollen wir mal gucken, ob wir Gift regnen lassen können. Wollen wir jetzt mal kämpfen? Ich meine, ich sehe die Dinger sehr gerne, aber. Jawohl, verteilen ein paar Schellen, Baby. So muss es jetzt sein. Okay, das war echt cool. Also wenn du das mit dem Giftring hinkriegst, ist der OP. Das sage ich ganz ehrlich. Und damit gehen wir mal weiter. Hexenwerk vollbracht. Zerstöre im Tempel 5 Stahltuten. Stahltuten. Stahltüten. Stahlhuten von Baal. Statuen.
Ja, war schon richtig, aber es hört sich irgendwie Statuen. Statuen. Statuten. Nee, Statuen. Ich hab keine Ahnung. Mich raten, wetten, ich komme da so nicht hin. Lolli! Yay! Und jetzt habe ich mir gedacht, dass das wieder hochkommt. Aber... wir sind für Tiere da. Als Schmetterlingsbraut. Der hat zwei beeindruckende Klingen, der gute Murus. Wäre gepanzerte Einheit. Lass mich raten, Giftregen macht sein. Das war knapp. Jetzt hätte ihr fast die Nippel rasiert. Er hat gesehen. Alter Schwede, guck's dir an. Au. Nein. Bin ich schlecht oder was? Und wer kommt jetzt? Ja, deine Panzerung kann ich dich ewig schützen. Du Lümmeltüte auf zwei Eimer gefressen. Das war ein Rülpser. Der hat aber weniger an jetzt. Ja, die fette Kröte zu beschwören kostet mehr Haare. Da kann die ein Leotard mehr anziehen. Sure you'll be all right. I was only joking. What? My mistress is calling Monica. But Bonnie is not modest. I... Hm. John, I'm coming.
Okay. Gut, dann lassen wir die Bayonetta mal coming. Wenn die das anders da betont hätte, dann würde das wesentlich anders da sein. Wäre aber lustig. Oh, ich würde gerne irgendwo mal einen Story-Fortschritt sehen, dass man weiß, okay, so viel mache ich jetzt noch. Also so viel Story hat man noch vor sich, aber ja, machen wir erstmal im alten Ägypten. This must be place. Ja, die Sonne tut einem Tarn nicht gut, Bayonetta. Obwohl ein bisschen Farbe, die jetzt auch nicht schlecht stehen würde, aber sie ist keine hart. So, was haben wir denn da oben? Noch irgendwas? Wir können hier theoretisch alles abgrasen. Aber da wir das halt im Stream schon mal genauer kurz gespielt haben, würde ich sagen, reicht das eigentlich, weil... Ja, dann können wir halt mal vorwärts. Können wir mal ein bisschen vorwärts machen hier. Only the good fights. Problem ist, bei Bayonetta sind halt alle Kämpfe ziemlich gut. Storymäßig ist es okay. Grafisch ist jetzt keine Bombe, aber dafür, dass es auf der Switch ist. Da kann sich Game Freak durchaus was abschneiden. Haste makes waste, is it? Eile mit Weile. Detours aren't my style. Umwege sind ja nicht so mal im Block. Was? Wollte schon sagen. Vergleich die Grafik mal mit Pokémon. Umwege. Grafisch finde ich die Spiele super. Also generell finde ich Bayonetta klasse als Game. Ne? Fixe Steuerung etc. gefällt mir alles ganz gut. Hey Vögel. Das sieht ein bisschen komisch aus. Vor allem wenn wir da als Schmetterling entlang. Der ranzige Gestank von Inferno würde ich überall erkennen. Welch unerwartete Kälte mitten in der Wüste. Oben ist wahrscheinlich noch irgendwas. Interessant. Dieses Licht entströmt Orten, die mit Inferno verbunden sind. Berührst du es, werden dich Dämonen hineinzerren. Mit der Madama Butterfly haben wir es geschafft. Wunderbar. Oh, Herzchen, Herzchen. Was ein Schmerzchen. Aber theoretisch hätte ich doch eigentlich legit hier vorbeispringen können. Ich meine, komm schon, sind wir mal ehrlich. Come on. Sweet.
is on me now. Nee, dann macht er immer das Gleiche. Schade. In 1 hat sie immer verschiedene Moves gemacht, je nachdem, was für eine Waffe sie gehalten hat. Lollis! Lollis, Lollis, Lollis! Stimmt, die Waffe habe ich ja auch noch. Ich mag die Spinne nicht, aber die war. Also, so zum Rennen, da bin ich eher die Schmetterlingsdame, aber. Die Blades sind halt geil. Ich finde die geil. Das Lied kenne ich einfach nicht. Ich kenne nur diesen einen Beat. Ja. Nee, lassen wir das mal. Das wird sonst nichts. Dein Mangel an Überzeugung ist deine Schwäche. Here's the proof of my conviction. Hat er sich jetzt selbst geopfert? Nee, ne? Diese Augen sind weird. Aber kennen wir aus dem ersten Teil, meine ich. I'm coming, John. Das ist schön. Dann komm mal für die John. Aber schrei nicht so rum. Nein, okay. Wir müssen... Ich muss aufhören, so vulgär zu sein. Auch wenn es bei Bayonetta echt schwierig ist. Ich hinterfrag's nicht mehr. Malphas. Vorbote der Endgültigkeit. Gibt's das Wort Endgültigkeit? Doch, ne? This should make getting around a breeze. Mobilität erhöhen. Vom Grabstein erschlagen. Was wollen wir machen? Alter, das sind Blades, ne? Damit kannst du. Vogel! Yay! Hallo kleiner Vogel, wo bist du? Und der frisst sie jetzt auf. Ja, wenn es kein Gefieder hätte, sondern Schuppen, hätte es leicht was von einem Drachen. Die Augen vielleicht ein bisschen katzenartiger und nicht solche komischen... Und eine ordentliche Visage. Das wäre cool. Manchmal zahlt sich so ein kleiner Umweg eben doch aus. Willkommen, ursprüngliche Erz-Eva. Verläuft deine Reise auch angenehm? Mit wem spreche ich denn da? It seems someone would rather I wasn't. Perhaps you've got something more interesting in store. Oha. Oha. Der eigentlich diesen,
diesen Möchtegern-Skandal sozusagen mitbekommen, als Bayonetta 3 rauskam. Die hatten ja theoretisch schon eine andere Sprecherin von geplant, also 1 und 2. Und das war in dem Sinne halt eigentlich auch ganz cool. Aber das war ja halt... Das war der Sprecherin halt nicht gut genug. Und dann hat sie halt auf Twitter versucht, mal wieder hier einen auf Ungerechtigkeit zu machen. Das hat halt... Au. Aber wie soll ich denn das schaffen? Ich meine... Gut, ich muss es, glaube ich, hier so nicht schaffen. Na komm, ist egal. Und... Ich weiß gar nicht, hatte ich das damals erzählt gehabt? Da hat sie ja dann rumgeholt, nee, ich krieg nur, was weiß ich, 4000 für die Sprecherrolle und allem drum und dran. Und Nintendo hatte davon 6 Stück oder 7 Stück angesetzt. Und es war 4 oder 5000 pro Sprecherrolle. Au. Was ihr dann halt irgendwie auch Spott auf der Plattform erstellte, wo sie sich als, oh, armes Nuckluck hergeben wollte. Und es war halt irgendwie schon lustig. Wer dieser Finisher? Und ja, auf jeden Fall war das, glaube ich, im Endeffekt hätte sie 36.000 für die Sprecherrolle bekommen. Und dementsprechend hat Bayonetta 3 eine andere Sprecherin als 1 und 2, weil, glaube ich, relativ gierig wurde. Also die Kernaussage, dass Synchronsprecher halt wenig bezahlt oder nicht so gut bezahlt werden, wie eigentlich da die Marketingabteilung an dem Geld einnimmt. Sprich hier im Sinne halt Nintendo, stimmt schon, aber... dass die so schlecht für die Sprecherrolle bezahlt werden sollte, das war jetzt halt nicht der Fall, wie sie es gerne gehabt hätte. Und ja, es hat sich dann halt auch dementsprechend... Still windmills don't do much for the big hole. Still go! Do it. No infernal entry. Wie soll ich das machen? Muss ich hier durchbrechen? Muss ich die Dinger kaputt machen? Muss ich das Ding machen? Do it. No infernal entry here. If you would. Ah, okay. Und weiter. Müsste alles gewesen sein, ne? Jetzt muss ich theoretisch nur noch rüber. Und ja. Das war der Grund, warum zum Beispiel jetzt ihre Kollegin das genommen hatte. Oder bekommen hatte, die Rolle. Und ich dachte mir so, ja, wenn der zu gierig wird, ne? Irgendwann reicht's auch. 4000 pro Sprecher und was hätte man da machen müssen? Ein paar Stunden arbeiten? Ich meine, es ist anstrengend, klar, durchaus. Ich gönne es den Synchronsprechern auch. Aber wir Normalos können von so einem Gehalt nur träumen. Wofür kriege ich nicht mal im Monat?
ist das Trinken. Okay, das war jetzt nicht die Rutschpartie, die ich erwartet hatte. Ist hier noch irgendwas versteckt? Warum kann ich hier lang gehen, wenn hier nichts drin ist? Weiß zwar nicht, ob ich hätte so durchgehen sollen, aber... Why not? Aber warum habe ich schon wieder so viel Leben verloren? Meine Güte. Warte mal. Oben komme ich doch gar nicht hin. Das war ein bisschen lame. Oder ich komme dahin, wenn... Nee, nee. Das Level weg ist? Nee, Quatsch. Halte ich für ein Gerücht. Ah, hier kann ich wieder in die Hölle. Hier oben ist doch bestimmt irgendwas. Ah, es war mir so klar. Vielleicht kriegen wir das hin. Ich fühl's vielleicht. Nee, das ist mir zu... Das ist mir zu... eine Sekunde mehr, das ist mir zu viel. Nicht für den zweiten Durchgang. Ich brauche nichts aus der Hölle. Bin ich ganz ehrlich? Wir sind eigentlich gut gerüstet. Der scheiß Bogenschütze. Ich meine, ich mag ja Bogenschützen und so ein Kram. Reines Platin. Rein Platin. Na gut, wir haben ja kein Damage bekommen, ne? Shiny. Shiny Paradox. Was ist Paradox? Der Lolli war zu schwer. Paradox-Pokémon. Ach so, so ein Ding. Ah, du bist ja auf Shiny-Hand, ne? Ah, das wäre mir zu... Das wäre mir too much. Lass mich los! Take it.
Hä? Take it. Und warum kann ich nicht nach oben? Okay. Spread your wings. Wollt schon sagen hier. Muss das im Gleichgewicht sein? Ich verstehe es halt nicht. Ob das im Gleichgewicht sein muss oder nicht. Lass mich mal was nachgucken. Hier gibt es erstmal viel Stuff. Das ist gut. Hier muss ich irgendwas mit der Kralle machen. Links 2 und da leuchten. Ja, es ist halt alles gleich. Wenn es wenigstens irgendwo einen Hinweis geben würde. Hier 3. Vielleicht liegt es an den kleinen Statuen hier. Kannst du mir zwar nicht vorstellen, aber wer weiß das schon? Verstehe ich jetzt nicht. Oder ich muss sie einfach alle irgendwie gleichmäßig hier reinbringen. Hauptsache, die stehen hier drin. Hä? Wenn es noch wenigstens einen Hinweis geben würde, wie das... Das verstehe ich nicht. Ich hasse sowas, wenn du keinen Hinweis siehst. Wie es zu... Es ist links und rechts haargenau gleich. Aber exakt gleich. Links gespreizt, ja, oh, es ist 1:1 das gleiche. Das bedeutet, es gibt nichts, was dir zeigt, wo was hin muss. Da ist eine Waage, die ist aber auch gleich. Spread your wings. Spread your wings. Wings. Und nu? Warum hat das eben nicht geklappt? Hätte ich mich erst bewegen müssen? Da frage ich nicht. So, da ist wieder so ein Valhalla-Ding. Oder glaube ich hier so ein Extra-Challenge. Aber brauche ich nicht wirklich, finde ich. Geht doch bestimmt, wenn man kann. Ja, es war mir so klar. Do it.
stimmt. Also das kann man sagen, was man will. Soundtrack von Bayonetta ist einfach übel. Irgendeiner fand. Irgendeiner mag Schlangenfights. Bigger, bigger. Ja, die Bayonetta-Games sind alle. Also ich muss jetzt sagen, eins fand ich jetzt gefühlt ein bisschen schwer. Ich weiß nicht warum. Vielleicht lag es an einem fortgeschrittenen Alter von mir, weil das, als ich das auf dem PC gespielt habe, empfand ich das nicht so. Oder sie haben eins auf der Handheld-Konsole ein bisschen schwerer gemacht. Das machen ja manchmal Entwickler so. Aber ich fand die jetzt nie. Na, manche Passagen waren halt ein bisschen bäh, aber eigentlich fand ich jetzt keine Passage großartig asozial oder sonst was. Und von daher, ja. Weißt du, was ich komisch finde? Ich kann irgendwie den Pro-Controller in der Hand nicht mehr so richtig in der Hand halten. Oder ich sitze falsch oder ich halte meine Handgelenke falsch. Das finde ich irgendwie gerade ein bisschen. Beim letzten Mal auch schon. Jetzt habe ich aber nicht mit dem Xbox-Controller. Oder auch nicht mit dem PlayStation-Controller. Hm. Aber weißt du welcher Ost-Soundtrack auch ganz cool war? Fand ich auch ganz gut. Also auch vom Soundtrack her. Zumindest der Titelsong. Den habe ich sogar interessanterweise immer noch. Ja, natürlich. Habe ich halt immer noch auf dem alten Handy. Ich bin mal gespannt, wie lange der Akku davon noch hält. Das ist ein altes iPhone 4S,